Ich bin der Martin Weber, komme aus Oberösterreich und bin mit dem Weltengeher, mit dem Gregor Sieböck, mit dem Bock, sehr viel unterwegs. Und wir gehen, aber ohne Plan, wir gehen einfach und wir schauen, was auf uns zukommt. Dadurch haben wir immer wieder neue Begegnungen und wir freuen uns immer wieder, wenn wir Menschen treffen, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir uns über irgendetwas unterhalten können. Und wir aktivieren gleichzeitig unsere Gesundheit. Und Gesundheit ist für uns und für alle Menschen wichtig. Aber nicht Gesundheit, wie uns gesagt wird, wie wir Gesundheit erreichen können, sondern die Gesundheit, die ist ja in uns. Wir brauchen sie nur wieder aktivieren. Wir beschäftigen uns sehr viel zu viel mit der Krankheit. Und dadurch geben wir der Krankheit ständig Energie. Wenn wir uns mit der Gesundheit beschäftigen, mit uns selbst, und dass wir das tun, das, was uns voll taugt, dann werden wir die Gesundheit immer mehr erhalten und sogar noch steigern. Es ist ja einfach, wenn man zu einem Doktor geht und der Doktor verschreibt ein paar Pillen und sagt, ah, jetzt wirst du gesund. Das ist eigentlich nicht der Weg, was ich den Menschen vorgib oder sage, dass sie den gehen sollen, sondern nehmt euch selbst wieder viel wichtiger. Lebt euch selbst. Das ist eigentlich das, was ich den Menschen sagen will. Und die Angst, die macht krank. Und auch die Menschen, die psychisch krank sind, was für Probleme haben sie? Sie können nichts mehr mit sich selbst anfangen. Und da geht es wieder darum, dass sie etwas Neues entdecken. Dass sie das, was sie bisher gemacht haben, dass sie einmal, aha, das war für eine bestimmte Zeit, war das super, aber jetzt gehen wir neue Wege. Jetzt versuche ich ganz was anderes. Da gibt es so ein wunderbares polnisches Sprichwort, ein Pferd, das über den Ozean reist, ist immer noch ein Pferd. Man nimmt sie immer selber mit, egal wo man sie hin aufmacht. Und wenn ich jetzt von Bad Ischl losgehe, um irgendwas hinten zu lassen und mich aufmache nach Tokio, weil ich dann glaube, dass ich von irgendwas fliehen kann, das ist eine Illusion. Das hält dann spätestens dann ein, wenn man mal allein ist. Und auf meiner ersten Wanderung war ich sehr viel allein unterwegs und dann kommt das halt. Das heißt, das geht in dem Sinn nicht so. Wann ist es mir nicht so gut gegangen? Ist es mir dann nicht so gut gegangen, wenn ich mir eingebildet habe, dass ich mit dem Kopf durch die Wand gehen muss und 700 Kilometer am Highway entlang wandert in Kalifornien. Aber das mache ich eh nicht mehr. Und doch war es auch eine spannende Erfahrung, die ich in dem Sinn nicht missen möchte. Ja. Oder auch die Inka-Straßen, das Unterwegssein da ganz hoch oben in den Anden, das war sehr bewegende Erfahrung, weil ich mich einfach auf das einmal einlassen habe, völlig allein zu gehen und mit mir allein zu sein. Das ist ja so spannend, wenn wir uns einmal aufmachen, auch was tun und zu schauen, wie es einem geht, wenn man mal allein ist oder wie es einem geht, wenn es einmal still ist rundherum. Und doch habe ich jetzt für mich erkannt, jetzt wo ich unterwegs bin, meistens mit Freunden, so wie mit Martin zum Beispiel, dass das einfach super ist, miteinander zu gehen. Miteinander. Es ist so fad, wenn du am Abend ankommst und vor dem Abendessen allein sitzt und das Alleinessen finde ich so laff irgendwie. Und wenn wir dann gemeinsam beieinander sitzen und erstens kannst du über den Tag austauschen, teilen, gemeinsam genießen, das ist einfach eine großartige Erfahrung. In unserer Gesellschaft ist oft so, dass wir uns nur einen Teilbereich unseres Seins anschauen wollen. Man muss cool sein, man muss schlank sein, man muss groß sein, man muss jung sein, man muss irgendwie super ausschauen. Ja, das bin ich zum Beispiel nicht. Ja, ich bin klar. Ich schaue super aus. Du schaust super aus. Ausschauen tue ich super. Ja, aber es gibt einfach verschiedene Facetten, ja. Und einfach anzunehmen, so wie ich bin, so passt es, so taugt es mir. Ja? Ich bin jetzt, das Lustige bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt 20.000 oder 25.000 Kilometer zu Fuß gegangen und immer, wenn ich einen Vortrag halte, sind die Leute ziemlich enttäuscht, weil ich so ein kleines Znichtl bin. Ja. Sie erwarten aber so einen Arnold Schwarzenegger-Typen. Ja? Und der bin ich nicht, ja? Aber mir taugt es so. Dafür bin ich zart, dafür kann ich weit gehen, dafür
einfach sie so annehmen, wie man ist, ja? Und das in Freude und Dankbarkeit. Und auch zu erkennen, das, was ich habe, das ist super, das passt so. Und auch immer mehr dort hinzukommen, was meine Träume sind. Also da, es geht nicht nur darum in unserer heutigen Zeit, dass so viele Menschen ihre Träume nicht mehr leben, sondern so viel, dass sie ihre Träume gar nicht mehr kennen. Und es gilt zuerst einmal zu erkennen, was ist mein Traum, was ist meine Vision von meinem Leben, was ist mein Potenzial. Indem ich es einfach ausprobiere, indem ich schaue, geht es mir damit gut oder geht es mir damit nicht gut? Macht mir das eine Freude oder macht es mir keine Freude? Stärkt es mich? Und indem ich es ausprobiere, die Herausforderung ist immer, wenn ich nur von Dingen denke, dann wird es oft auch so schwer. Das wird dann oft so groß, man hat oft dann den Mut, das gar nicht mehr zu machen. Ja? Und indem ich es einfach tue und schaue, wie es mir damit geht, passiert schon was. Also, wir sind jetzt in Schrems. Und zwar im Gelände der Waldviertler Schuhwerkstatt. Und ich bin der Staudinger Heini. Ich arbeite da seit, ja, es sind schon wieder 18 Jahre, dass ich da angefangen habe. Und in dieser Zeit hat sich unsere Firma eigentlich ziemlich entwickelt. Vor 18 Jahren waren wir 12 Leute, jetzt sind wir genau 120. Aber du fragst wegen psychischer Gesundheit. Also ich denke mir, wenn du mir ein bisschen was von dir erzählst, weil in der Zeit, wo du so eine große Geschichte aufgezogen hast, ist ja nicht alles gewohnt gerannt, oder? Ich habe Spielregeln für psychische Gesundheit gelesen, wo ich spüre, dass ich denen so innerlich von ganzem Herzen zustimmen kann. Und zwar hat ein gewisser Antonowski untersucht, Frauen, die viele Jahre im KZ unter die Nazi verbracht haben. Und dann hat es unter diesen Frauen noch gegeben, die waren komplett kaputt und ohne Zukunftshoffnung. Während mehr als ein Drittel dieser Frauen pumpelgesund und tatkräftig waren. Und er hat dann untersucht, was sind die Voraussetzungen, dass ein Mensch gesund ist. Und zwar sagt er, das Leben ist nie ein Wunschkonzert, wo es nur das spielen, was dir taugt. Es kommt immer daher wie in einem Wildbach. Und dann hat er Spielregeln für das Gesundsein formuliert. Er nennt es Salutogenese. Und die drei wichtigsten Punkte habe ich mir gemerkt. Das eine ist, du musst die Welt, in der du dich aufhältst, in der du lebst, einigermaßen verstehen und begreifen können. Du musst das Gefühl haben, dass du sie beeinflussen kannst durch dein Bemühen, dein Engagement, deine Ideen. Und du musst eine Chance haben, irgendwie sinnvoll zu agieren. Ich muss meine Welt verstehen. Ich muss meine Welt beeinflussen können und ich muss eine Chance haben, dass das, was ich tue, irgendwie in einem sinnhaften Zusammenhang steht. Und das glaube ich aus ganzem Herzen, dass das eine gute Voraussetzung fürs Gesundsein ist. Hallo, mein Name ist Günter Zögernetz, ich bin von Antenne Wien und neben mir steht der Wolfgang Auer vom Alpenverein Edelweiß. Wir sind jetzt hier heute bei uns, bei unserem Sendestudio, bei der Antenne und jetzt schauen wir mal, wer das ganze Projekt mit uns auch von unserer Redaktion unterstützt. So Wolfgang, was ist jetzt das Projekt Powerwalk genau? Also das Projekt ist nicht so einfach, deswegen habe ich jetzt das Mikro. Das Projekt Powerwalk ist ein reeller, virtueller Spaziergang durch Österreich. Soll heißen, man geht
sammelt Schritte und diese Schritte werden dann auf eine Landkarte übertragen. Und irgendwann einmal haben wir dann Österreich umrundet und als Abschluss dieses Powerwalks, der genau 12 Tage dauern soll, nämlich vom 1. bis 12. Mai, gibt es dann eine reale Wanderung in Wien. Es gibt ja auch Schrittzähler, die es auch zum Abholen gibt. Wie komme ich zu diesen Schrittzählern? Damit man die Schritte auch zählen kann, braucht man Schrittzähler, genau. Und die Schrittzähler kann man sich bei uns im Alpenverein Edelweiß abholen. Und diese Schrittzähler zeichnen dann auf, wie viel man gegangen ist. Und das überträgt man halt dann auf eine spezielle Website, nämlich auf die www.powerwalk.at. Also mein Name ist Kerstin und ich werde meine Schritte sammeln, indem ich mal eine Station früher aussteige aus der Straßenbahn und mir mal Wien auch vielleicht anders anschaue, auf den Fußgängerwegen, die ich noch nicht gesehen habe, und indem ich mal im Wald ein bisschen spazieren gehe und auch die Natur entdecke. Hallo, also ich bin die Nora, bin Praktikantin bei der Antenne Wien und bin natürlich als Tirolerin begeistert, dass ich da mitmachen kann und Schritte zähle, weil wir sind ja prinzipiell einfach aktiv und haben einfach mehr Power, finde ich, als die Wiener vielleicht, aber wollen natürlich auch andere motivieren, da mitzumachen und bin überhaupt gern zu Fuß unterwegs in Wien, einfach, dass ich nicht nur da im Büro sitze, sondern auch mir ein bisschen bewegen kann und werde so dann Schritte sammeln. So, wir sind da jetzt beim Alpenverein Edelweiß in der Walfischgasse und wollen wir mal schauen, was meine Kollegen zum Thema Gehen sagen. Die sollten ja da sehr sensibilisiert und kompetent sein. Mal schauen. So, wir sind da jetzt in der Servicestelle, wo unsere Mitglieder betreut werden und da sitzen zwei meiner Kollegen, die werden wir gleich fragen. Hallo, ich bin der Michi, ich arbeite beim Alpenverein Edelweiß im Mitgliederservice. Ich sammle meine Schritte beim Weg in die Arbeit, bei Wanderungen am Wochenende, Spaziergängen am Wochenende und wenn ich unter der Woche Zeit habe, dann auch. Hallo, also ich bin der Christian, ich arbeite im Alpenverein Edelweiß, bin da für Kinder- und Jugendliches Programm ein bisschen zuständig. Wir gehen recht viel auf den Bergen, von den Bergen runter. Ich gehe hauptsächlich am Bisamberg rauf, weil ich dort auch wohne in der Nähe und natürlich Sonstiges, ich fällt jetzt nichts Spontanes ein, aber ich bin jetzt draufgekommen, es gibt irgend sowas, wo man auch Schritte zählen kann. Das habe ich vorher so nicht gekannt, ja? Darum werden wir das jetzt öfter einsetzen, auch bei den Jugendveranstaltungen. Lieber Wolfgang, was ist denn das? Das ist ein Schrittzähler, das ist der erste Schrittzähler, den ich dir hiermit auch offiziell überreichen darf. Mit diesem Schrittzähler, den man sich da ansteckt, sammelt man Schritte und lädt die auf eine virtuelle Plattform hoch. Das kommt einfach auf der Seite rein, oder was? Genau, das wird ausgepackt, da ist eine Batterie dann zum Reinstecken und das wird einfach da an den Hosenbund angesteckt. Alles klar. Und dieses Ding zählt dann tatsächlich jeden Schritt mit, den man geht. Am Abend, wenn man dann die Schritte eines Tages gegangen ist, lädt man das eben auf diese Plattform Urbwalker.at hoch. Und somit sammeln wir unsere Schritte bei unserem Powerwalk durch Österreich. Na gut, und so sammeln wir jetzt unsere Schritte bei unseren Jugendveranstaltungen am Berg.